Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 9. Beim letzten Gegner immer noch. Das ist, glaube ich, der vierte Versuch oder der fünfte. Ne, der vierte, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Wo wir den halt jetzt besiegen wollen. Und ich hoffe, diesmal kriegen wir das hin. Ich habe jetzt ein paar Änderungen noch vorgenommen. Und ja, schauen wir mal, wie wir es am besten hinkriegen. So. Das ewige Dunkel. Den müssen wir noch irgendwie klein kriegen. Das ist schon ein mieser Boss, auf jeden Fall. So einen schweren Gegner hatte ich noch nie gehabt. Ewiges Dunkel. Dann kriegst du das hier und ich greife mit sie dann noch an. So, dann kann er nicht mehr auf sich irgendwie irgendwelche guten Zauber setzen. So wie Protoss oder Shell. Das heilt. Das ist natürlich ein bisschen kacke. Ah, sieht dann ist wahrscheinlich weg. Das war so klar. Dann nehmen wir einen Morgenschein. Aber davor hat es doch geklappt. Ah, wir haben die Waffe wieder nicht getroffen von Maron. Ey, ich könnte doch kotzen. Ah, danke schön für den Shell. Aber ich glaube, jetzt sind sowieso alle weg. Oder? Und selbst wenn sie jetzt nicht alle weg sind, irgendwer wird auf jeden Fall danach weg sein. Nach der Supernova. Da kommt ja gleich noch eine schöne Attacke dann. Zidane ist auf Stopp, Lilly ist auf Tobsuchtanfall. Die wird also gleich angreifen anscheinend. Das heilt das Vieh auch nur noch, das gibt's doch nicht. Gut, Zidane ist weg. Dann machen wir das mal so. Haben wir hier noch irgendwie... Dem Gegner wird im Einzelvisier Schaden zugefügt, heilt im Dunkelkristall. Machen wir es mal auf Lilly. Damit sie wieder zaubern kann. Neutronensynapse natürlich. Und alle weg. Wenn ich Glück habe, lebt Steiner noch. Aber ich glaube nicht. Doch, Steiner lebt noch. Okay. Na, immerhin. Oh, Maragon lebt auch wieder. Sehr gut. Das war erstmal der Konter. Und Lilly auch noch wieder beleben. Blauer Schock auf alle wahrscheinlich. Nee, auf Maragon, okay. So, den müssen wir noch mal jetzt klein kriegen hier. Blauer Schock wieder. Diesmal sieht es ein bisschen besser aus, hoffe ich. Okay, wir müssen uns auf jeden Fall nochmal heilen.
Ach, das gibt's nicht mit der Kralle heilen los. Okay. So, alle nochmal heilen. Urteil, Todesurteil. Einzelne, je nach HP ändert sich die Schadensgröße. Wieso fügt physischen Schaden hinzu? Einzige Gegner wird mit Jill bombardiert. Machen wir das. Natürlich ist sie dann erstmal weg. Toll. So, jetzt müssen wir Margon, Lilly und Stein erstmal heilen. Okay, jetzt kriegt der Schild. Na gut, ist nicht so schlimm. So, Zidane hat eigentlich einen Segen. Da müsste er eigentlich wieder belegt werden. Wäre zumindest schön. Ja, 108, das zieht auch nicht sehr viel ab. Toll. Supernova, natürlich. Regeneriert HP und MP von dann machen wir das auf sie dann. Und dann warten wir mal ab. Nein. Rote ist jetzt auch noch auf. Toll. Brauchen wir erstmal auf jeden Fall Goldnadel. Und Steiner überlebt das als Einziger wahrscheinlich und. Obwohl Steiner ist auch gleich tot. Oh, Lilly überlebt es auch noch sehr gut. So. Natürlich setze ich jetzt Engel. Das gibt's doch nicht. Blauer Schock auf Steiner. Hier auf Lilly, na doch auf Stein, okay. Goldnadel auf Margon. Dann ist der wenigstens wieder dabei. So, diesmal sieht es auf jeden Fall besser aus. Ah, verfehlt. Die Animation. Und Heilung. Sehr gut, sehr gut. So viel Energie hätte ich jetzt nicht erwartet, aber sehr gut. Wunderbar. Baldrian, dafür müsste es gehen. Okay. Einmal auf Lilly. Oha, 900. Nicht schlecht. So, ich hoffe, das Ding kriegen wir diesmal platt hier. Baldrian auf Lilly, genau. Okay, sie ist geheilt. Beim nächsten Mal werden wir alle heilen nochmal. Okay, da kommt Flair. Und sie dann okay. Was ist das? Physischen regeneriert HP und MP. Machen wir auf sie dann.
nochmal eine Heilung von denen. Okay, das kommt gerade richtig auch. Dann müssten die anderen eigentlich noch angreifen, ne? Das fehlt ja auch noch. Oh, ich hoffe, diesmal schaffe ich es. Wie kann er für dich? Wie kriegt er? Ah, gut, 2900 ist noch im Rahmen. Und Supernova natürlich. Hacker. Also irgendeiner wird wieder weg sein wahrscheinlich. Ich doch jetzt schon kommen. Ah, ich hasse diesen Gegner. Und alle noch da. Steiner ist geschrumpft, na toll. So, dann müssen wir nochmal angreifen. Na gut, er kann nicht mehr angreifen. Das ist vorbei bei ihm. War ja klar. Und Steiner ist auch weg. Super. Rotes. Mach das. Mit Rosensynapse. Ja. Und. Überlebt noch wenigstens einer, bitte. Wenn beide überleben, wäre es natürlich. Ja, beide. Oh, super. Beide haben überlebt. Sehr gut. Dann kann ich mit Lilly gleich nochmal einen Heilungszauber setzen. Nein, kann ich den jetzt echt nicht mehr wiederbeleben? Dauer Schock. Talisman auf Steiner. Angriff. Und erstmal Vigra. Erstmal muss ich mich heilen. So, Steiner kann ich jetzt wiederbeleben, okay. Verfehl doch nicht dauernd. Mensch. Nein, nicht auf Lilly, Mensch. Oh. Ja, hauf sie dann ruf. So, Engel und sie dann sind auch sehr schön. Man kann aber wenigstens noch ein bisschen mehr abziehen. Der macht Vigra bei sich natürlich. So, jetzt hau den mal weg hier. Ja, wir haben es geschafft. Oh, wunderbar. Könnt ihr eure eigene Antwort nicht ertragen? Was jetzt? Haben wir den nicht besiegt? Macht euch der Lebenswille so stark? Doch, wir haben das Ende. Denn ich werde zurückkehren. Solange der Tod auf dieser Welt existiert. Was sind das?
Die Wurzeln leben. Lilly, bist du in Ordnung? Ja, aber sieh nur sie dann. Wie Kuya es vorausgesagt hatte, der Baum Ifas ist völlig außer Kontrolle geraten. Was wird jetzt bloß passieren? Hier wird's gefährlich, nur was sollen wir... Durch eine Explosion werden sie wohl nicht... Aber das kann doch nicht sein. Hauptmann! Wartet, es sind alle am Leben. Könnt ihr mir sagen, wo sie sich befinden? Dort drüben. Die Hildegard ist am nächsten. Du, mit den breiten Schultern. Jawohl, Hagen zur Stelle. Sofort einen Kanal zur Hildegard öffnen. Verstanden. Unwahrscheinlich, dass da jemand überlebt hat. Großherzog Sid, wir werden von der Roten Rose gerufen. Sofort den Hauptkanal öffnen. Hier, Rote Rose, es sind alle am Leben. Wer spricht dort? Mein Name ist Mikoto. Es haben alle überlebt und befinden sich direkt unter deinem Schiff. Wie kannst du so genau ihren Ort bestimmen? Er hat es mir gezeigt. Er? Egal, wir müssen auf jeden Fall unverzüglich landen. Hildegard 3? Das wird doch nicht etwa der alte Sid sein? Hey, Großherzog! Dann seid ihr also wirklich alle am Leben. Dann aber eingestiegen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis hier alles in die Luft fliegt. Sieh dann. Lebe. Du also. Willst du zuletzt den Helden spielen? Und wem redest du sie dann? Geh schon mal mit allen vor. Es gibt noch etwas, was ich erledigen muss. Was? Er hat es wohl auch überlebt. Aber das kann doch gar nicht... Sidan, was ist? Steiner, pass ja gut auf Lilly auf. Was? Was soll das heißen? Kuya ist noch am Leben. Ich kann ihn nicht einfach seinem Schicksal überlassen. Etwa weil ihr beide dieselbe Herkunft habt? Nein, das ist es nicht. Lass ihn doch einfach da, wo er ist. Wenn wir uns nicht beeilen, fliegen wir noch alle mit in die Luft. Ja, ich weiß, er hat versucht, uns in den Tod zu reißen. Und er hat versucht, unsere Welt in einen Trümmerhaufen zu verwandeln. Unsere ganze Welt. Aber wäre ich an Kuyas Stelle gewesen, wer weiß. Vielleicht hätte ich ebenso gehandelt. Und außerdem kann ich ihn nicht einfach sterben lassen. Irgendwann muss jeder mal sterben. Aber es besteht doch kein Grund, von sich aus den Tod zu wählen. Vielleicht ist es ja tatsächlich so, wie du gesagt, Mampf. Aber du begibst dich schon wieder selbst in Gefahr, Mampf. Trotzdem werde ich gehen. Und dennoch. Jeder muss im Leben ab und an eine wichtige Entscheidung treffen. Und ich glaube, ich habe mich entschieden. Zum Beispiel hat Vivi sich für das Leben entschieden, als er die Wahrheit über seine Herkunft erfuhr. Und es war für Vivi bestimmt keine leichte Entscheidung. Ja, das stimmt schon, Sidan, aber allzu viel habe ich dabei eigentlich nicht nachgedacht. Du als Betroffener hast es vielleicht gar nicht so realisiert, aber alle haben von dir gelernt. Zumindest mir hast du beigebracht, wie wichtig es ist, sein Leben nicht einfach wegzuschmeißen. Gut, aber ich kann dich als Drachenritterin nicht alleine gehen lassen, mein Bester. Die Schwachen zu retten und zu beschützen, das ist der rechte Weg eines Ritters, Sidan. Nein, nein, ich glaube, ihr habt da was falsch verstanden. Für mich ist es an der Zeit, eine wichtige Entscheidung zu treffen. Aber das muss nicht heißen, dass ihr alle die gleiche Entscheidung treffen müsst. Ihr beide habt doch auch sicherlich noch genug Arbeit in Bometia oder in Alexandria zu erledigen, oder nicht? Das mag stimmen, aber... Und wie ihr ja mittlerweile wisst, bin ich so leicht nicht von meinem Vorhaben abzubringen, wenn
wenn ich einmal den Entschluss gefasst habe, richtig? Pah, hier ist wohl echt nicht mehr zu helfen. Lassen wir ihn seines Weges gehen. Er ist eh nicht mehr zu überzeugen. Was dauert denn da so lange? Kommt schon an Bord. Das lasse ich mir kein drittes Mal sagen. Mahagon hat recht. Geht schon. Los, ihr habt keine Zeit zu verlieren. Und dass ihr mir ja ihr lebend rauskommt. Sieh dann, wenn du hier stirbst, wird Aiko dir das nie verzeihen. Hörst du? Es gibt schon noch so vieles, was du mir an Eschen zeigen musst, Mampf. Ich muss alles probiert haben, Mampf. Also, Sidan. Wir sehen uns bei den Fröschen wieder, Mampf. Ich dachte, mittlerweile würde ich dich kennen, mein Bester. Aber deine Treue gegenüber deinem Herzen scheint noch größer, als ich erwartet hatte. Auf ein baldiges Wiedersehen. Sidan, zu leben ist gar nicht so einfach, nicht wahr? Du hast mich schon wieder etwas Wichtiges gelehrt. Sieh dann. Prinzessin, es ist Zeit. Ich weiß. Lilly. Nein, Königin Garni. Mein Versprechen, euch zu entführen, habe ich gehalten, so gut es ging. Aber alles geht einmal zu Ende. Bitte verzeiht mir meine Eigensinnigkeit. Nein, ihr müsst euch nicht entschuldigen. Und ich besitze nicht das Recht, euch euer Vorhaben zu verbieten. Ich bin diejenige, die euch zu großem Dank verpflichtet ist. Wärt ihr nicht so freundlich gewesen und hättet mich entführt, wäre ich wohl für immer das kleine und naive Mädchen geblieben, das ich früher war. Aber die Begegnung mit euch, unsere lange Reise in vielen verschiedenen Welten, die vielen verschiedenen Menschen, die wir trafen, das alles hat mich so vieles gelehrt. Unsere Reise war auch von Strapazen gekennzeichnet. Ich verlor aus den Augen, was mir wirklich wichtig war. Aber ihr habt mir immer wieder gezeigt, was wirklich wichtig ist. Nichts kann mich meine Erinnerung an diese Reise vergessen lassen. Ihr wird immer einen Platz in meinem Herzen haben. Wirklich, vielen, vielen Dank. Aber... Ich bitte dich von Herzen, komm wieder zurück. Kuya, kannst du mich hören? Halte aus, ich werde gleich bei dir sein. Noch ist es für dich nicht zu spät. Verfolge das Schiff und lass mich in Frieden sterben. Erzähl das der Wand und rühr dich bloß nicht vom Fleck. Haha, ich glaube, ich werde dich nie begreifen können. Also gut, sieh dann. Dann wollen wir mal ins Eingemachte.
beschmiert. Habe ich es geschafft? Komisch, im verwunschenen Wald habe ich doch die Rolle fein hinbekommen. Ja, anscheinend nicht so. Hey, weilst du noch unter uns? Sieh dann. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst fliehen? Weshalb bist du gekommen? Braucht das wirklich einen Grund, jemandem zu helfen? Deinen Freunden ist die Flucht wohl gelungen. Ja, das warst also doch du. Aha, gut. Jetzt wird's aber langsam Zeit, dass wir das Weite suchen. Ich habe versucht, euch mit in den Tod zu reißen. Ich habe doch gar kein Recht zu leben. Ich habe alles verloren. Ich bin eine überflüssige Existenz auf dieser Welt. Niemand ist hier überflüssig. Außerdem hast du uns auch geholfen zu fliehen. Nachdem mir bewusst wurde, dass ich nichts mehr zu verlieren hatte, hatte ich irgendwie das Gefühl, zum ersten Mal wirklich verstanden zu haben, was es bedeutet zu leben. Aber es ist wohl ein wenig zu spät dafür. Kuya, Zeit zum Pennen, hast du später. Kuya, was du getan hast, war falsch. Aber eine Sache haben wir von dir gelernt, die uns Hoffnung gibt. Nämlich, dass selbst wenn der Zweck, für den man erschaffen wurde, sich als fehlerhaft erweist, es einem trotzdem noch gelingen kann, hinauszuwachsen, über diesen bloßen Zweck seiner Erschaffung und als etwas Neues zu leben. Wir wollen die Erinnerung nicht verblassen lassen. Aber ist dieser Wunsch etwa unnatürlich? Wir wollen glauben, dass wir auf dieser Welt das Geschenk des Lebens in Empfang nehmen durften. Daran ist nichts Falsches. Und so verging die Zeit. Das hier ist also Alexandria? Hey, was stehst du hier so im Weg rum? Oh, du bist's ja, Vivi. Vivi? Hör auf, diesen Namen so abfällig zu benutzen. Was redest du da bloß? Ich bin's Puck, hast du mich etwa vergessen? Puck? Der Puck? Der Prinz von Pomezia? Sag mal, willst du mich veräppeln? Wenn du nicht Vivi bist, wer dann? Ich bin der Sohn von Vivi. Ach du Schande. Uha! Als ob ein Vivi nicht schon reichen würde. Ach du Schande, wie viele Vivis rennen da rum. Jeden Tag erzählte ich ihnen von Zidane, wie wichtig er und seine Freundschaft für uns alle war und dass er uns lehrte, das Leben zu schätzen, zu leben. Es wird langsam Zeit, Freya. Ja, ich freue mich schon darauf, alle zu treffen. Noch eine kleine Verschnaufpause von der Reise? Vor der Reise? Es wird dauern, bis hier wieder Leben einkehrt. Ja, aber ich bin bei dir, auch in 1000 Jahren.
Ich auch, Rhea. Bradley, ich bin so glücklich, dich wieder zu haben. Lass uns unsere Liebe von neuem erleben. Zu leben, das heißt nicht für immer zu leben oder unsterblich zu sein. Das ist es doch, was du uns gelehrt hast, oder? Sich gegenseitig zu helfen und beizustehen, das ist der wahre Sinn des Lebens. Auch von diesem Raum muss ich Abschied nehmen. Wie von meinen Erinnerungen und der Infantenwache. Meine Aufgabe ist erfüllt. Lebe wohl, Alexandria. Doch ein Abschied ist nicht unbedingt ein Grund zur Trauer, nicht wahr? Die Erinnerung und die Freundschaft währt ewig. Das ist das, was ich von dir gelernt habe. Hallo. Sag mal, was willst du eigentlich in Alexandria? Kommst du etwa nicht mit? Wer redet denn von sowas? Warte! Wofür wurde ich eigentlich geboren? Und was wollte ich eigentlich mit meinem Leben anfangen? Danke, dass du mich dazu gebracht hast, darüber nachzudenken. Leckere Zutaten alleine sind es nicht, Mampf. Die Zubereitung macht den Schmaus, Mampf. Und für Freunde kocht man mit mehr Herz, Mampf. Nur zu tun, was man tun möchte, seinem eigenen Weg zu folgen, das ist in Wirklichkeit gar nicht so einfach. Aber alle haben meiner Meinung nach wahre Größe bewiesen. Schnell, mach doch schneller, sonst geht das Theaterstück ohne uns los. Aha, wir kommen schon noch rechtzeitig. Das Theaterschiff holen wir auch bei der Gegenwind ein. Mit meinem gerade vollendeten... So ein Quatsch, das Theaterschiff ist doch noch neu, Onkel. Vater. Ach, adoptiert wurde sie. Eiko, wie hast du mich gerade genannt? Sie sieht in uns also endlich ihre Eltern. Vater, Mutter, beeilt euch doch endlich. Sag das bitte nochmal. Das Einzige, was du mich nicht gelehrt hast, ist, was ich tun soll, wenn ich die Schwere der Einsamkeit spüre. Aber vielleicht muss ich die Antwort auf diese Frage ganz für mich alleine herausfinden. Warte, Beatrix. Wohin willst du? Bitte stelle mir keine Fragen. Das hatte ich auch nicht vor. Aber es ist nur, dass ich dich kein zweites Mal verlieren will. Steiner. Lass uns Seite an Seite der Königin dienen, Beatrix. Ich schätze mich glücklich, solche Freunde zu haben. Ich wünsche, unser Abenteuer würde weitergehen, aber die Zeit des Abschieds, die kommt immer irgendwann einmal. Nur noch wenige Minuten bis zur Landung. Alexandria, verdammt lange her. Auf dass es eine feine Vorstellung wird und so. Ob die Vorstellung? Auf die Vorstellung. Die Fix. Ich danke euch. Euch allen. Lebt wohl. Meine Erinnerungen werden am Firmament weiterleben. Das Theaterschiff ist endlich eingetroffen. Ich freue mich so sehr.
endlich wieder alle sehen zu können. Aber die Zeit kann man nicht zurückdrehen. Die Tage von damals kommen nicht mehr wieder. Es hat keinen Sinn, noch mehr Tränen zu vergießen. Ich muss die Tränen in Lachen umwandeln. Hochgeschätztes, versammeltes Publikum. Die Geschichte, die wir heute Abend erzählen, entführt uns in bereits längst vergangene Tage. Als Prinzessin Cornelia die Liebe zu ihrem geliebten liebsten Markus beschließt sie das Schloss zu verlassen, doch ihr Vater König blablabla. Ja, okay, das geht wieder zu schnell. Und so schmieden Markus und Cornelia den Plan. Doch bevor wir beginnen, erlaube ich mir noch wie immer einen Hinweis an alle Versammelten. Unser Stück wird sie berühren, bitte halten Sie also alle Ihre Taschentücher bereit. Boah, hat der schnell gesprochen. Markus? Ich habe dich so vermisst. Ohne dich ist mein Leben sinnlos. Prinzessin, aber ich bin nur ein einfacher Mann von niedrigem Blüt. Bitte nenne mich von nun an nicht Prinzessin. Oh Markus, kannst du denn jemanden wie mich eine Prinzessin wirklich lieben? Bitte sag, dass du es kannst, Markus. Es ist die Prinzessin, die du willst. So kann ich dir nur eine Fassade in neue Puppe bieten. Aber lacht eine Puppe und weint eine Puppe? Ich habe gelacht, ich habe auch geweint, doch mehr verlange ich vom Leben nicht. Ich möchte keine Fassade von mir hertragen müssen. Ich möchte keine Puppe sein. Endlich habe ich Gewissheit über deine Gefühle, deine Wünsche. Bist du denn bereit, die Robe deines blauen Blutes abzulegen und dich in meinem Umhang der Liebe zu hüllen? Lass mich die Taube sein, die in deinem Käfig Ruhe und Frieden findet. Lass uns gleich das erste Schiff morgen früh nehmen. Ja, wo es auch immer hinfahren mag, Hauptsache, wir sind vereint. Ja, ob Regen oder Sturm, wir halten zusammen. Warum darf auf dieser Welt eine Liebe wie die unsere nicht blühen? Warum soll es einem verwehrt sein, sein Lebensglück zu finden? Wenn es wirklich so kommt, dann bedeutet das erneuten Krieg. Tut mir leid, meine tote Täubchen, oh gut. Tag auch. Bist du Cornelia? Ja, die bin ich. Kennst du einen Kerl namens Markus? Was ist mit Markus? Ach, eigentlich nichts. Uff. Die vereinbarte Stunde ist schon längst vorüber. Aber von Cornelia fehlt jede Spur. Jedenfalls sollten wir bald aufbrechen. Aber steigst nur du auf dieses Schiff? Bringt das unseren beiden Ländern? Was wirst du tun, Markus? Sie sagt, ihr Leben hätte ohne mich keinen Sinn. Die Sonne ist aufgegangen, aber für uns hat sie ihre Strahlen nicht herabgesenkt. Ist es uns denn verwehrt, wie die Tauben die Flügel auszubreiten? Ich kann wirklich nicht länger warten. Bis die Segel. Wurde ich hintergangen? Nein, Cornelia würde niemals. Ich vertraue dir. Denn unsere Liebe währt für immer. Und habe ich nicht den Segen der Sonne, so wende ich mich an die zwei Monde. Monde, vernehmet und erhöret mein Flehen, lasst mich bei ihr sein. Bei meiner geliebten Lilly.
Wie konntest du überleben? Weil du in meinem Herz warst, du gabst mir die Kraft. Die Kraft, wieder heimzufinden. Und es war dein Lied, das mich zu dir zurückfinden ließ. Ja, und das war Final Fantasy 9. Wir haben es endlich geschafft. Puh, das war aber auch sehr anstrengend gewesen jetzt, den letzten Boss noch zu besiegen. Aber wir haben es endlich geschafft. Ich bin froh darüber und stolz auch darauf, dass ich das überhaupt geschafft habe. Und ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei gewesen wart. Ich hoffe, euch hat die Geschichte gefallen. Und das Spiel sowieso. Es war ein bisschen kniffliger in manchen Situationen, aber es hat einem doch sehr berührt, die ganze Geschichte. Mir ging es auch sehr nah an manchen Stellen. Und ja, man hat gelacht, man hat geweint. Eigentlich alles dabei gewesen. Und jetzt der Schluss. Ja, dass es auch noch so ein schönes Happy End gibt. Vor allem Vivi mit seinen ganzen Kindern. Hätte man nicht gedacht, dass der Kinder kriegt. Und ja, Rückkehr von Zidane am Ende. Jeder war glücklich und hat sich auch gefreut, dass er da wieder war. Ja, nach diesem Spiel muss ich mir mal überlegen, ob ich gleich direkt Final Fantasy X weitermache oder nicht. Aber ich glaube, ich werde mal eine kleine Pause wieder von Final Fantasy machen. Und erstmal andere Spiele aufnehmen. Aber ihr könnt euch sicher sein, Final Fantasy X wird kommen. Weiß noch nicht genau wann, aber ihr könnt gespannt sein. Ich freue mich schon auf jeden Fall darauf. Wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit reinschaltet, schaut auch meine anderen Videos. Die sind auch nicht ohne. Manche zumindest. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mir auch ein Abo hinterlasst. Oder einen Kommentar oder auch ein Like da lasst. Ich finde, die Spiele haben es verdient, auch gespielt zu werden und auch weiterhin so beliebt zu bleiben, wie sie es sind. Die ganze Final Fantasy Reihe, die gefällt mir sowieso selber sehr. Deswegen spiele ich die natürlich auch. Auch von den Geschichten her. Es ist einfach immer wieder was Schönes, was Neues, was man da zu sehen bekommt. Und ich bin froh, dass wir es sogar noch weiter geschafft haben. Also wir haben Choco in sein Land reinmarschieren lassen. Wir haben alle Schätze gefunden soweit. Ich glaube, es gab noch ein paar Schätze, die wir nicht gefunden haben. Aber das ist nicht schlimm. Ja. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie dann am Ende noch Kuya helfen will. Naja, warum nicht? Aber es ist schön, dass auch er wenigstens zu seinem Leben kommen konnte. Ja, ich werde mich schon mal verabschieden hier. Und hoffe, wie gesagt, dass wir uns wiedersehen bei einem neuen Let's Play. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.